Weltkulturerbe der niedergermanische Limes. Der Limes trennte die zivilisierte römische Welt vom Barbarikum. Nun wurde der niedergermanische Limes, der sogenannte Nasse Limes, aktuell im Juli 2021 in die Welterbeliste aufgenommen. Dieser Limes-Abschnitt erstreckte sich vor 2000 Jahren auf 400 Kilometer von Remagen bis zur holländischen Küste. Der sogenannte Nasse Limes erstreckt sich entlang des Rheins. Der Rhein war hier die natürliche Grenze. Er umfasst zahlreiche Legions- und Marschlager, Kastelle und Wachtürme, aber auch große römische Städte, zum Beispiel Köln, Nimwegen und Xanten. Besonders in Xanten ist das damalige Leben der Römer gut sichtbar. Auch das Ruhrgebiet ist Teil des neuen Welterbes, zum Beispiel die Militärlager in Mörs-Asberg und Duisburg. Der Welterbetitel soll für diese Region dazu beitragen, Menschen für das historische, kulturelle Leben zu begeistern. Sinnvoll wäre auch, aus den Fehlern der Geschichte lernen, die Zukunft besser zu meistern, was wir in unseren zahlreichen History-Filmen immer wieder betonen.